Ist das dunkel hier? Ich sehe einen Scheiß, ne? Es ist sowas von Dark AF hier. Ha. Was sind das für Geräusche? Nee, da geht nichts, okay. Das klingt nach Ratten, aber ich bin mir nicht wirklich sicher. Alter. Wo ist das Badezimmer? Leute. Das scheint ein Esszimmer zu sein. Ich kriege hier gleich wahrscheinlich einen Herzinfarkt des Todes, so wie ich das... Man kann ich die Kerzen anzünden? Nein. Okay. Nein. Da liegt was. Was ist das? Dein Ernst? Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Oh. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Ende der Nachrichten. Wo zum F ist das Badezimmer? Ich liebe es, dass ich so viel sehe, wo ich hinrenne gerade so. Lala. Lalala laufe. Da ist noch was. Okay. Oh. Abschlussballfoto. Ja, okay. Da sind alle drauf. Da läuft doch jemand rum. Da oben bewegt sich was. Hallo Flo. Ha. Ach Gott, es ist nur das Fenster, okay. Obwohl, ob das gut ist, kann ja sein, dass hier jemand drin gekommen ist, hä? Ha. Lutscher, wo ist das Bad? Die Hütte ist einfach viel zu groß. Seriously, ich habe mich komplett verlaufen. Laber nicht, hier ist doch kein Badezimmer. Ach doch, da ist das Badezimmer, ich brech ab. Schnell her damit. Uff. Inferno for Men, ja, das ist ja schon mal allessagend, hä? Fuck you! Voll erwischt, Game. Voll erwischt. Alter. Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Leck Arsch. Das hätte ich ja von außen gemacht. Ja, genau deswegen. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Oh Mann. Hätte ich gewusst, dass es so abgeht, hätte ich meinen Puls eingeblendet. Jetzt ist zu spät. Home sweet home. Würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Yay, yeah, yeah. Hey, hey, Mann. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr.
Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Fickt euch. Außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Bish fight. Emily, stopp! Sopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, Em, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Okay. Stück den Weg hoch. Ew, Bischfeit. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Ja. Die kommen nicht mehr zurück, hä? Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Da bin ich dabei, hoffentlich. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh. Beschwör's nicht. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay. 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 Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Nein. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Ja. Was, wirklich? Was? Nein. Alter, 22 Uhr irgendwas 40 haben wir schon. Na, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist ja auch erstmal nicht weiter schlimm. So, vielleicht finden wir noch irgendwas Hinweisiges. Hinweisiges. Alles klar bei dir? Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Knackarsch. Oh, Vollmond, ja, auf jeden. Okay. Ja, lol. Hallol. Wo guckt ihr denn hin, ihr Freaks? Also so gibt das keinen, ne? Oh. Wie guckt der denn? Oh mein Gott, das ist perfekt. Ganz cool bis jetzt, ja. Ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Aha. Hey,
vermerkt. Ah, okay. Trotzdem hätte ich hier gerne mal runtergelunzt. Jetzt hau doch nicht ab, Madame. Es geht. Oh. Es ist eiskalt hier draußen. Na ach. Da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Wo zum Fuck ist der Generator, den er gesagt hat? Hallo? Generator? Okay. Ja? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja! Schau im Wörterbuch nach, Schlampe! Die ist ja mal ein bisschen extrem blond. Mal schauen, ich mache zwischendurch vielleicht mal eine Pause. Aber was denkt er sich eigentlich gerade hier? Yo, was geht, was geht? Okay, komm weiter. Ab geht's. Na, gehen wir aus dem Weg, Bisch. Bisch. So, da geht was. Total normales Gespräch, ja. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, ach. Was habe ich denn gerade gesagt? Wo zum F ist der Generator? Ihr hört mir ja nicht zu. Ah, Moment. Da ist eine Hütte. Da ist er bestimmt drin, hä? Hä? Yeah. Ah, wait a minute. Mike, da. Vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Bam, in your face. Ein Gefahr-Totem. Irgendwer hat ins Maul gekriegt. Was motzt die eigentlich so rum, die blöde Kuh? Echt mal jetzt. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Ja, Mikey hat's voll drauf. Wow. Du bist echt eine blöde Kuh, wollte ich gerade sagen. Okay. Jetzt renn da nicht rein. Okay, wir werden auf jeden Fall verfolgt. Also 19 Uhr auf jeden Fall war mal der Plan. Und open. Yes, it opens. Tada! Sesam, öffne dich. Sesam. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. What is wrong with you? Huh. Sehen wir denn hier noch etwas? Sus? Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Boah. Mehr fällt ihm dazu nicht ein, ne? Boah. Na dann, ja, bis gleich. Bin ja mal gespannt, was das Sexurlaub bringt. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun?